Einen wunderschönen guten Tag, liebe Leute. Herzlich willkommen in diesem neuen Video. Ich habe gerade sehr gute Laune. Merkt man wahrscheinlich gerade gar nicht. Ich weiß noch nicht, wie es aufgefallen ist, liebe Leute. Aber das hier ist tatsächlich mein Lieblingscardigan aus dem Cardigan-Video. Ja, und ich fühle mich sehr, sehr, sehr wohl damit. Und laufe eigentlich fast 24/7 mit dem Teil rum. Was aber auch nicht Thema des Videos ist. Wir fangen jetzt an. Die, die mich gut kennen, die wissen, ich bin eine krasse Frostbeule. Ich habe selbst in Cancun, lasst euch das kurz auf der Zunge zergehen, Leute, in Cancun, in der Karibik, habe ich mir einen Pulli gekauft. Ich glaube, das sagt schon alles, oder? Mir war abends kalt, Leute. Und das ist nicht mein Klima, Leute. Das hier, jetzt gerade, ist nicht mein Klima. Und das Ding ist, ich habe es super für mich gelöst, weil auch gerade mit den Heizkosten und so dachte ich mir so, okay, ich fahre die Heizkosten runter und werde mir einfach viel, viel öfter ein Wärmekissen machen, beziehungsweise halt eine Wärmflasche. Das Problem an dieser ganzen Sache ist, was mache ich, wenn ich irgendwie 8 Stunden in der Uni hocke? Tja, scheiße, ne? Und genau dafür habe ich tatsächlich jetzt eine Lösung gefunden. Ich habe mir was bei Amazon bestellt und ich war super, super neugierig. Es sollte ein Produkttest werden, es sollte eine Art Selbstexperiment werden und von dem werde ich euch jetzt erzählen. Es ist eine Art mobiles Wärmekissen. Ich werde euch das kurz zeigen. Das hier ist das gute Stück, liebe Leute. Das ist eine Art Wärmegürtel. Ich habe das jetzt ein bisschen zusammengeknauscht. Hier kommt quasi die Wärme raus. Und hier, wenn ich es umdrehe, seht ihr, da ist ein Akku, liebe Leute. Den kann man wiederum regelmäßig aufladen. Und ich habe natürlich auch schon einen Test gemacht, wie lange das Ganze hält. Ganz, ganz, ganz am Anfang, wenn der Akku mitgeliefert wird. Ich wollte euch nämlich sagen können, ob ihr das Teil direkt benutzen könnt, wenn es ankommt. Die Antwort ist ja. Der Akku hat, bevor ich ihn selber aufgeladen habe, so wie er gekommen ist, tatsächlich 1 Stunde 45 gehalten. Und ich werde das jetzt nochmal testen tatsächlich und euch dann hier irgendwo einblenden, wie lange das Ganze denn warm bleibt, wenn ich es jetzt selber nochmal auflade. Aber wie funktioniert das Ganze jetzt konkret? Also, das ist der Akku, da ist das Kabel und da ist die Öffnung, da müsst ihr das Kabel reinstecken. Was ihr jetzt macht, liebe Leute, ihr legt den Gürtel genau an dieser Stelle so an, wie ihr ihn gerne hättet. Ich mache das jetzt tatsächlich einfach über dem Cardigan. Normalerweise, liebe Leute, würde ich es unter dem Cardigan machen und den Cardigan drüber ziehen. Normalerweise müsst ihr aber unbedingt darauf achten, dass ihr nicht, wie ich jetzt gerade, nackte Haut darunter habt. Ihr müsst schon ein Oberteil haben oder irgendwas, was drunter ist, weil das Teil wirklich gut warm wird. Ich habe das Ganze jetzt einfach nur aus Demonstrationszwecken hier mal so angezogen, damit ihr wisst, wie das Ganze funktioniert. Es ist halt wirklich easy peasy in der Anwendung und auch in der Anbringung. Man wickelt es quasi einmal nur um den Körper, genau an der Stelle, wo man es gerne warm haben möchte. Und fertig. Also ihr könnt das Ganze natürlich auch irgendwie als Rückenwärmer benutzen und halt höher oder weniger hoch platzieren. Das funktioniert halt alles. Aber ihr müsst unbedingt was drunter anziehen. Das Ding, wieso ich jetzt nichts drunter angezogen habe, um euch das zu zeigen, ist ganz einfach. Ich habe tatsächlich einfach alles dreckig unter der Wäsche. Real Life. Ich habe das Ganze natürlich jetzt auch schon draußen ausprobiert, damit ich euch sagen kann, wie das Ganze im Real Life funktioniert. Ich war mit dem Gürtel einkaufen und habe mal geschaut, okay, hält der Gürtel denn gut, während ich mich die ganze Zeit bewege und hin und her laufe und irgendwelche Sachen schleppe? Den ersten Punkt kann ich euch auf jeden Fall bejahen. Ja, der Gürtel hält super. Zweitens, wärmt er denn auch wirklich gut? Ja, liebe Leute, ich habe es gerade schon angedeutet, ihr müsst unbedingt was drunter ziehen, weil es wirklich verdammt heiß wird. Und das sag ich euch, ich friere in Cancun zur Erinnerung. Ich friere in Cancun und habe mir da einen Pulli gekauft. Und diesen Gürtel, ja, den kann ich nur auf Stufe 2 anmachen. Der Gürtel hat insgesamt 3 Stufen, liebe Leute. Und ich bin nur bis zur 2. Stufe gekommen, weil die 2. mir schon fast zu warm war. Ich würde tatsächlich auch nicht nur ein dünnes Top drunter ziehen, sondern entweder ein dickeres Top oder tatsächlich irgendwie generell etwas, was einen dickeren Stoff hat, weil auf Stufe 2 auf jeden Fall das Ganze sehr heiß wird. Wenn ihr jetzt nur ein dünnes Top oder so drunter anziehen wollt, würde ich euch auf jeden Fall die Stufe 1 empfehlen, weil... Glaubt mir, es reicht, Leute. Es reicht sogar mir. Wie effizient ist das Ganze also? Meiner Meinung nach ist das Ganze sehr effizient, weil man auf niedriger Stufe schon sehr gute Ergebnisse erzielt. Ganz abgesehen davon, Leute, das Teil hat mich jetzt wirklich sehr glücklich gemacht. Ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie frei ich mich mit diesem Gürtel fühle. Einfach weil, natürlich Punkt 1, es ist einem warm, Leute. Wärme ist grundsätzlich einfach immer was Schönes und immer was Angenehmes. Und jetzt auch in dieser regnerischen, kalten Jahreszeit im Herbst oder auch später im Winter, genial. Ich lege den Gürtel jetzt mal weg. Aber ein für mich persönlich weitaus wichtigerer Aspekt ist, dass ich einfach Schmerzen damit lindern kann, dass ich auf Schmerzmittel verzichten kann und wenn ich mal irgendwelche Endometriose-Schmerzen habe, kann ich einfach diesen Wärmegürtel anlegen. Das entlastet mich persönlich psychisch total, weil ich weiß, hey, wenn ich irgendwie Schmerzen habe oder so, ich kann diesen Gürtel einfach mitnehmen und einfach anziehen. Ich brauche keine Wärmeflasche, ich habe keine großen Aufwände, wenn ich das irgendwie mache und ich kann auf Schmerzmittel verzichten. Das heißt, es verschafft einfach eine riesengroße Linderung. Was ihr noch wissen solltet, man soll nicht mit dem Gürtel schlafen, das stand da auch ganz explizit drin. Einfach, weil man sich vielleicht auf den Gürtel legen kann oder das Oberteil vielleicht hochrutscht und dann ist es halt sehr, sehr, sehr heiß, Leute, und dann kann man sich verbrennen. Das ist jedenfalls meine Interpretation dieser Lage, wieso man mit dem Gürtel nicht schlafen sollte. Das wäre auch der einzige Grund, wieso ich das akzeptieren würde. Ich habe auf jeden Fall nicht mit dem Gürtel geschlafen. Ich habe tatsächlich den Gürtel nur in meinem Alltag bisher integriert und ich fand es so cool, Leute. Und ich muss sagen, in meinem Einkaufsversuch, als ich damit durch die Gegend gelaufen bin, habe ich nicht das Auto genommen, sondern bin spaziert.
In dieser Zeit war es super windig und regnerisch und es war echt kalt. Aber ich habe tatsächlich durch den Gürtel nicht gefroren. Ich habe die Zeit draußen viel mehr genossen und es ist halt schon eine Lebensqualitätssteigerung, wenn du eigentlich ungern rausgehst, weil es regnerisch und windig und kalt ist und dieser Gürtel das einfach total revolutioniert. Ich glaube, man unterschätzt sehr schnell, wie gut eine schön warme Körpermitte tun kann, Leute. Vielleicht bin ich da auch die Einzige, aber ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Ich kenne sehr viele Frauen, die Wärmeflaschen lieben, liebe Leute. Und Männer natürlich, aber vor allen Dingen Frauen tatsächlich, weil Frauen irgendwie meistens die größeren Frostbeulen sind. Ich bin mir sicher, alle, die sehr kälteempfindlich sind, so wie ich, die Wärme lieben, die am liebsten auch einfach nur in der Karibik sein wollen würden, liebe Leute, seien wir ehrlich. Für die ist das Produkt was, einfach weil diese wohlige Wärme im Bauch anfängt und sich durch den ganzen Körper ausbreitet und die Kälte einfach weg ist. Und gerade in der kalten Jahreszeit ist es halt einfach wirklich eine Qualitätsbereicherung, wenn man gerade am Frieren ist, dass man irgendwas hat, wo man sich denkt, okay, wenn ich diesen Gürtel jetzt anziehe, dann ist alles wieder gut, dann ist mir wieder warm. Auch alle, die Probleme mit Schmerzen haben, wie zum Beispiel Rückenschmerzen, Unterleibsschmerzen, Bauchschmerzen generell, für die ist das Produkt super geeignet. Ich kann euch aus eigener Erfahrung sagen, es hat mir persönlich tatsächlich sehr bei den Schmerzen geholfen, was natürlich jetzt auch eine Wärmeflasche tun würde. Aber genau das ist ja das Coole an dem Produkt. Eine Wärmeflasche wird Punkt 1 kalt, Punkt 2 ist sie nicht so gut transportierbar und man hat nicht überall einen Wasserkocher zur Verfügung. Das heißt, gerade für die Tage, wo man irgendwie auf der Arbeit ist oder in der Uni oder irgendwo anders unterwegs, wo es gerade keinen Wasserkocher gibt und man keinen Bock hat, eine Wärmeflasche mitzuschleppen, ist dieser Gürtel genial. Jetzt will ich gerne von euch wissen, kennt ihr das Produkt schon? Habt ihr davon schon gehört? Schreibt es mir sehr gerne in die Kommentare. Für mich war es persönlich neu. Es war die Revolution dieses Herbstes, Leute. Und deswegen konnte ich euch das nicht vorenthalten. Das war schon mit meinem Video. Ich wünsche euch einen super, super schönen Tag. Ich hoffe, ihr bekommt ein paar Sonnenstrahlen ab und es geht euch gut. Und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Wieso werde ich denn immer beim Video drin gestört? Wieso? Wenn es nicht die Baustelle ist, dann so ein kackklingelndes Auto.